Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Wir haben uns heute zusammengefunden, um die Produkte anzuschauen, die mir leider nicht so gut gefallen haben. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in dieses Körbchen zu schauen und die Produkte einzeln durchzugehen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, nicht jedes Produkt kann in meinem Gesicht funktionieren, ne? Und ich teste sehr viel mit und für euch und da passiert es halt, dass die Produkte dann vielleicht mal nicht so gut performen. Ich gebe euch super gerne Empfehlungen, also dass ihr quasi seht, welche Produkte gut funktionieren. Aber wenn da mal was nicht funktioniert, bin ich da auch immer sehr traurig drum, um ehrlich zu sein. Aber na, wir schauen jetzt einfach mal, welche Produkte sich hier im Körbchen befinden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren suchen und finden, wenn ihr vielleicht untereinander irgendwelche Tauschpakete oder Trashpakete machen möchtet. Dafür sind die Kommentare unter solchen Videos immer offen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit einem Produkt, was ich hier habe von L'Oreal. Und das ist die aus dieser neuen Glycolic Gloss Reihe. Die habe ich jetzt aktuell in Anwendung. Und dieses hier habe ich relativ schnell aussortiert. Also ich habe ein bisschen das verwendet und habe mich immer gefragt, warum ich immer so glitzer wie so eine Fee. Naja, weil hier auch nicht nur dieser Gloss-Effekt durch Pflege wirkt, sondern du hast ja auch Glitzerpigmente oder Partikel mit drin. Man sieht es wahrscheinlich auch einfach direkt. Ich hatte gehofft, dass das eben nicht so ist, aber meine Hände haben geglitzert, meine Haare haben natürlich geglitzert. Alles, womit meine Haare in Kontakt gekommen sind, also meine Kleidung, alles hat geschimmert. Das muss nicht sein, ne? Also das möchte ich einfach nicht. Ich möchte, dass meine Haare gepflegt sind. Ja, ich möchte, dass sie gut aussehen und glänzen, aber das möchte ich nicht durch Glitzer in sowas. Nee, das ist nicht mein Vibe. Dann mache ich weiter mit den Haaren und zwar habe ich hier von Urban Alchemy das Carbon Detox Shampoo aussortiert. Das hatte ich mal in der Box mit drin. Das finde ich einfach zu krass. Ich bin jetzt kein ultimativer Fan von Minze oder von diesen frische Duschgelen oder so und schon gar nicht auf dem Kopf. Also das war halt echt merkwürdig. Du stehst unter der warmen Dusche und kriegst auf einmal einen kalten Kopf. Kann für die Leute ganz gut sein, die vielleicht wirklich sagen, ich möchte eine frische Dusche haben, ich möchte, dass ich darunter erfrischt werde, aber zu den Leuten gehöre ich nicht. Also klar, ich dusche mich ganz normal und danach dusche ich mich auch immer kalt ab, von Kopf bis Fuß, ernsthaft, ich bin da echt krass unterwegs, weil das gut sein soll und so, aber ich brauche das nicht, während ich mir eine Haare schamponiere oder sonst irgendwas, vor allem wenn das dann ja auch runtergeflossen ist und dann über Partien an meinem Körper, wo vielleicht Schleimhäute waren, hat es halt auch nochmal krass reagiert, ne? Ja, dann hast du, also das ist wirklich auch so ein schwarzes Produkt, was da rauskommt und so. Ich habe das dann irgendwie nur einmal die Woche oder so versucht anzuwenden und mir gedacht, komm, einmal die Woche, da kannst du dir das einfach mal, da kannst du auch in den sauren Apfel beißen. Nee, wirklich nicht. Also es reinigt schon, ja, es macht halt auch diesen Detox-Effekt in gewisser Art und Weise, aber ganz ehrlich. Nee. Dann habe ich hier ein Parfum, wo mein Freund sagte, dass ich stinken würde und er hatte recht. Das ist ein sehr teures Produkt. Molecule 01 Eccentric Molecules. Es war in irgendeinem super teuren Adventskalender drin und das schaut so aus. Ich finde auch nicht, dass es gut riecht. Das soll halt irgendwie was mit Pheromonen und so sein. Das stinkt. Ich mag das nicht. Also, nee. Sagen wir einfach, es hat nicht funktioniert. Ich fand es auch wirklich nicht schön. Es soll auch Unisex sein. Also auch an meinem Freund würde ich es jetzt nicht riechen wollen. Ja, ich teste mich ja nach wie vor immer wieder durch meine Lidschattenpaletten durch. Dass wenn ich jetzt nicht unbedingt ein Schminkvideo oder so drehe, bevor ich hier Videos drehe, oder Reels oder sowas, ne, dass ich dann halt auch meine Palettensammlung durchgehe, um zu gucken, welche Produkte sind halt einfach noch up to date, welche sind ihr Geld nach wie vor wert. Und hier habe ich die It's My Pleasure von Colourpop, die... Ja, also generell diese Reihe von Colourpop ist nicht so meins, muss ich sagen. Ich finde die relativ günstig aufgemacht, ne? Und ja, ich glaube, ich habe sie mal geschenkt gekriegt, aber ich habe diese Töne in einer viel, viel besseren Qualität in anderen Paletten drin. Der mir am meisten gefallen hat, ist halt dieser Earthshine. Das ist wirklich ein wundervoller Ton, ne? Der hat auch so blaue Sparkles mit drin. Wunderschön, aber nee. Und solche trage ich wenig, sagte sie und hatte heute selber einen relativ bärigen Look drauf, trotzdem. Hier sind aber auch Produkte drin, die ich schon viel getragen habe, wie zum Beispiel von Colourpop die Just My Luck, ne? Auch eine richtig, richtig, richtig schöne Palette, aber grüne Töne habe ich mittlerweile in so vielen Paletten drin. Auch das sehr schön, sehr hübsch, ne? Aber auch da hat
mich nicht so gecatcht. Ja, ich bin da vollkommen ehrlich und manchmal müssen halt Dinge einfach weiterziehen. Andere Sachen behalte ich, wo Leute sagen, hä, warum das denn jetzt? Ne? Ich führe euch ja nach und nach durch meine Sammlung durch, da mache ich ja auch die Deklatte-Reihe und so. Und ja, genau, also auch bei Lidschatten, das ist dann eher so im Use, in Use quasi. Also während ich die benutze, dass ich die dann aussortiere. Ne? Das hier habe ich immer wieder versucht, dass es funktioniert, aber es sieht einfach nicht gut aus. Es ist für mich einfach zu ocker, zu warm. Von Anastasia Beverly Hills ist es nämlich dieser Cream Bronzer in der Farbe Sunkissed. Der ist einfach zu beige. Ihr habt den letztens in dem Video auch wieder gesehen. Also ist ein Cream-Produkt, ne? Ihr seht es auch an der Farbe. Das ist nicht unbedingt meine Farbe, nein. Und ich mag halt am liebsten, wenn Bronzer richtig aschig sind oder so. Das ist der nun gar nicht. Und ich fand den auch relativ fleckig auf meiner Haut. Also spart euch bei dem Produkt definitiv das Geld. Dann habe ich hier von Lethal Cosmetics einen Liner in der Farbe Signal. Der dürfte ausgetrocknet sein. Das ist dieser hier. Und genau, also das ist halt ein bisschen schade, muss ich gestehen, weil ich den ungefähr nicht wirklich verwendet habe. Und zack, mach's auf, zack, ist der eingetrocknet. Sowas ist blöd, ne? Ja, der rappelt hier auch richtig drin. Könnte man, ich weiß nicht, kann man den wieder aktivieren? Ich weiß es wirklich nicht, aber da habe ich halt meine Suva-Paletten, mit denen ich halt super malen kann und die ich halt auch klasse finde, weil die werden niemals eintrocknen. Die findet ihr übrigens auch bei Purish auf meiner Collector-Site und könnt da ein bisschen drauf sparen, wenn ihr möchtet. Immer Claudis Welt 10. Wenn ich das hinkriege und das bis Ende März jetzt hochlade, kriegt ihr sogar 15% drauf mit Claudis Welt 15, denn wir haben gerade die Purish-Woche am Laufen. Ja, ich glaube, ich versuche das einfach jetzt mal am Sonntag hochzuladen. Das wäre doch mal eine gute Idee, ne? Genau, da haben nämlich alle Mädels einen Look geschminkt. Ich verlinke euch mal mein Video. Das müsste dann ja quasi gestern online gekommen sein. Ja, und da haben wir uns zusammengetan, um dann euch verschiedene Frühlingslooks zu zeigen. Und ich habe mich quasi mit den Favoriten geschminkt. Also die Favoriten, die dort auf der Homepage als bestbewertete Produkte angezeigt werden, die ich auch in meiner Sammlung hatte. So, dann gehen wir jetzt mal weiter zu einer Pinselseife. Die hat mich maßlos enttäuscht von Ducare. Ich mochte Ducare an und für sich auch immer sehr gerne. Die haben auch so Pinselsets, die recht günstig sind. Die Solid Soap Brush Cleaner, die Pinselseife, ist einfach nichts. Also das schäumt nicht, das macht die Pinsel nicht sauber. Du musst einfach Ewigkeiten darin rumrühren, bis da irgendwas passiert. Nee. Und ganz ehrlich, ich habe die Folie abgemacht. Ne? Da war vorher eine Folie drumherum. Ja, und das hier wäre auch noch so ein Pad mit dabei. Also ich werde das irgendwie in einem Trash-Paket weitergeben. Habe das einmal halt versucht anzuwenden und ich habe die Pimpernellen gekriegt, muss ich ehrlich sagen. Ja, und da war ich sehr traurig. Das hat mir alle Pinsel eingefärbt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Charge war, die jetzt irgendwie nicht so gut war von Crash. Hatte ich, glaube ich, im Adventskalender oder ich habe es dazu bestellt. Bin ich mir nicht so sicher. Die Crash Cosmetics Brush Soap, genau. Und alle Pinsel sind einfach rot geworden. Ihr seht hier auch eine Kuhle drin. Also ich habe das wirklich ordentlich verwendet. Ich habe die auch schon 2-3 Mal aufgebraucht. Aber dieses Mal hat mir das alles eingefärbt und das hat mich wahnsinnig gemacht. Fand ich uncool. Also jetzt gerade verwende ich von Night's Beauty, das ist ja von Maxime Giacomo die Marke, ne? Der hatte auch so Seifen mit drin. Die sind super als Pinselseife. Nur mal so als kleiner Tipp am Rande. So, dann habe ich hier den Got2Be Glow Show Highlighting Powder. Den finde ich persönlich einfach nicht so schön. Also auf meiner Haut nicht ganz so gerne leiden. Ne? Mercury ist die Farbbezeichnung. Der hat auch recht viel so Schimmer mit drin. Also wenn ich dann in die Sonne damit gehe, sehe ich ein bisschen aus wie Edward der Vampir. Und ja, also irgendwie auch merkwürdig, diese ganze Geschichte mit Got2Be und der dekorativen Kosmetik, weil es haben doch relativ viele darüber gesprochen und so. Und ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wenn die weitermachen, dass ich das ganz gut etablieren könnte. Aber irgendwie hatten die scheinbar irgendwann keinen Bock mehr. Nun, dann habe ich jetzt hier von Revolution, da habe ich auch ein Fullface Revolution geschminkt. Und dann nehme ich halt, wenn ich halt diese Fullface komplett von One Brand mache, ne, nehme ich auch alle möglichen Produkte von denen da nochmal in der Hand, die ich habe. Und dann schaue ich halt, welche Sachen dann gegebenenfalls bleiben und welche nicht. Ich muss einfach aufhören, ein Packaging-Opfer zu sein, weil das ist halt wunderschön. Internal Glow Soft Glamour Highlighter ist das hier. Das ist eine Bratpfanne mit 10,5 Gramm. Der ist einfach Gold. Was soll ich damit? Ne? Das ist nicht mein Farbton. Damit komme ich einfach nicht zurecht. Und ja, da seht ihr auch einen Spiegel. Auch den bekommt ihr bei Purish. Auch der ist auf meiner Creator-Page verlinkt. Naja, auf jeden Fall ist das halt einfach zu Gold für mich. Das funktioniert nicht. Ich bin kühl
oder neutral, aber nicht warm vom Hauttypen her. Blender Ultra Glow Highlighter in der Farbe So Glazed. Da sind 13 Gramm drin. Ja, Wahnsinn, ne? Ich weiß nicht, ist Revolution Glow nochmal eine Untermarke von Revolution? Ich steige da nicht mehr so ganz durch. Das sollte ja quasi eine Adaption an die liebe Charlotte sein, ne? Aber Charlotte kann dann einfach besser als der hier auf jeden Fall. Der ist ganz nice, aber der ist auch sehr, sehr vergleichbar mit dem hier. Habe ich hier noch, upsala, Entschuldigung, habe ich hier noch liegen, der Just My Type. Also die kannst du eigentlich relativ ähnlich sehen. Und ich habe den hier halt, warum soll ich mir dann noch so ein Riesenvieh in den Schrank legen? Das macht halt irgendwie auch alles keinen Sinn. Und solider Highlighter, aber es ist halt riesig, ne? Gut, dann hatte ich in einem Too Faced Beauty Boxen euch von Hiccup, dem Wrongs Glow Priming Moisturizer gezeigt. Yo, holla die Waldfee. Also, nee, dafür bin ich einfach zu blassnasig, ne? War in irgendeiner Goodiebox von der Edition. Wahnsinn. Also, gibt Glow und so weiter, aber dann nehme ich lieber meinen Nabla, ne? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Aura Glow, so. Und ja, braucht das jetzt nicht, weil das ist ja Tinnef. Das ist einfach viel zu dunkel für mich, Leute. Nee. Und solo brauche ich den eh nicht tragen. Dann habe ich hier auch noch etwas im Aromatherapy Associates De-Stress Muscle Gel. Das hat sich abgerollt. Das war ganz komisch. Nee, also das brauche ich halt auch nicht, ne? Das musste nicht sein. Also ein bisschen Pflege habe ich hier auch immer mit dabei. Genau, und das juckt, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ganz crazy. Komisch, was manche Firmen dann auch für Produkte rausbringen. Klar, die Produkte wirken ja auch unterschiedlich auf unterschiedlichen Menschen, ist ja klar. Je nach Hauttyp oder wie auch immer und nach Präferenz, aber das hätte jetzt nicht sein müssen. Dann habe ich hier eine Mascara von Etude gehabt, die Dr. Mascara Fixer. Eieieiei. Erstmal macht die jetzt nicht so die Baba-Woom-Lashes, die man hätte haben wollen vielleicht. Und die geht nicht ab. Alto Belli. Ich habe mir dazu gar nichts aufgeschrieben. Das war echt hardcore. Die wollte echt, wenn ihr eine festhackernde Mascara haben wollt, die vielleicht tagelang bleibt, ist die, glaube ich, ganz gut, aber. Naja, die liebe Charlotte ist aber nicht nur hier adaptiert worden, sondern sie ist auch aussortiert worden, denn manche Sachen von ihr haben mir halt nicht so gut gefallen. Da habe ich die Luxury Palette Color Coded Eyeshadows Copper Charge, das ist diese hier. Ja, der diese Quattros, ne? Manche sind schön, manche braucht einfach kein Mensch. Das ist halt einfach, du hast drei Schimmertöne, was ich toll finde, und einen matten Ton. Da kommt wirklich ein schöner Look bei rum, ne? Aber das kriege ich halt auch mit einer Essence-Palette hin, bin ich vollkommen ehrlich. Dafür brauche ich nicht so ein teures Vieh haben. Weil wenn ich dann ja auch Produkte hier habe und ihr dann fragt, Mensch, was trägst du denn auf den Lippen, auf den Augen, auf dem Gesicht, auf dem Kopf? ja. Dann möchte ich euch nicht sagen, so ein Sack teures Vieh. Dann habe ich hier auch aussortiert, das war, glaube ich, im Adventskalender mal irgendwo drin oder so. Oder eine Sonderedition, die Celestial Pearl Luxury Palette of Pearls. Die kannst du halt wirklich nur als Kombipalette verwenden. Die solo zu verwenden, nee, das muss jetzt nicht sein, weil du hast hier vier Schimmertöne drin. Ich habe versucht, damit auch einen Solo-Look zu schminken, aber ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mir dann doch noch als kleiner Cheat zwischendurch, hallo, hier ist der Fokus, bitte, danke, einen Bronzer mit dazu genommen, ne? Aber ganz ehrlich, nee. Also der Ton hier oben ist hammermäßig. Der changiert nämlich so grün, rosa. Das ist Hammer. Der Ton ist wirklich, wirklich schön. Den kannst du auch solo total toll auf dem Auge tragen. Nein, ich überrede mich jetzt nicht, dass ich die behalte. Ne? Kannst du was Schönes mitmachen, aber das kann ich halt auch mit anderen Paletten machen. Ja, und da ist die Verpackung natürlich wieder wunderschön gewesen. Dann habe ich hier die Goddess Glow Cream Contour and Bronze von Revolution Pro in der Farbe Light. Warum habe ich den aussortiert? Ist eine gute Frage. Ich glaube, die Farbe hat mir nicht gepasst. Habe ich mir auch nichts so aufgeschrieben, habe ich gut gemacht, ne? Aber dann wird mir die Farbe nicht so gepasst haben. Habe ich wahrscheinlich im Full Face Revolution drauf gehabt und dann fand ich das blöd. Wahrscheinlich, ne? Ja, manchmal sind halt die Produktnachbarn jetzt nicht unbedingt besser, ne? Muss man halt auch so sagen. Dann habe ich hier noch so einen Liner, den kannst du mit Wasser aktivieren. Fix Line Eyeliner Gel Green Vibrations. Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Marke der war. Nee, das war ein Gel-Eyeliner, der jetzt eingetrocknet ist. Jo, toll. Wunderschön. Also so eine Farbe mag ich, aber wie gesagt, da habe ich ja meine Suva-Paletten, da habe ich auch so Neongrün mit drin, ne? Gerade für Karneval ist das für mich halt immer hammermäßig. Und gerade wenn du dann irgendwie wirklich nur für ganz besondere Anlässe solche krassen Farben nehmen möchtest,
dann lohnen sich halt solche Paletten, die du einfach wie ein Wassermalfarbkasten mit Wasser aktivieren kannst. Und ansonsten kann das Produkt dann irgendwie für ein halbes Jahr im Schrank stehen. Nur mal so. Dann habe ich hier auch ein Produkt von H&M drin. Da habe ich euch auch ein Fullface zugedreht. Also durchwachsen. Da habe ich auch in den Kommentaren von euch gelesen, manche fanden halt einfach den Look wunderschön, aber haben gesagt, naja, muss ich dafür die Sachen von H&M holen? Muss man nicht. Aber ich bin hier da, um einiges zu testen. Shapeshifter Clear Eyebrow Shaping Gel, das hat einfach nichts gemacht. Also nee. Also sowas brauche ich dann auch nicht, ne? Also ich mag gerne zum Beispiel hier von Catrice habe ich den Glue, den mag ich ja sehr, sehr gerne. Muss man nur vorsichtig dosieren, ansonsten hast du wirklich Betonaugenbrauen. Ja, und hatte hier so einen kleinen Spoolie dran. Das ist schon ganz niedlich gewesen, aber wie gesagt, wenn sowas halt gar nichts macht, dann brauche ich es auch einfach gar nicht verwenden. Dann habe ich hier auch eine Foundation von Kiko aussortiert, die Unlimited Foundation. Die hat einfach nicht so gut funktioniert. Auch zu Kiko habe ich euch ein Fullface geschminkt. Oder? Ist aber schon eine Weile her, glaube ich, ne? Ja. Ihr bekommt die Produkte auch mittlerweile bei Look Fantastic, wo ihr mit Claudi Welt auch drauf sparen könnt, wenn ihr möchtet. Und jo, da habe ich hier einmal die Foundation in der Farbe 1R. Die hat einfach nicht so gut gesessen. Ich habe auch noch eine andere Foundation von Kiko da gezeigt. Die mochte ich ein bisschen lieber, glaube ich jedenfalls, dass ich die gezeigt habe. Und ja, die Unlimited war nicht ganz so meine Welt. Dann habe ich hier ein Produkt, auch aus dem H&M Full Face, Love Always Lip Gloss. Yo. Das war einfach nur ein klarer Lipgloss. Ja. Und warum habe ich den aussortiert? Stinkt chemisch, billiges Kaugummi. Ah, guck mal, ich habe mir mal was dazu aufgeschrieben. Ich bin ja schlau. Ja, das braucht man dann auch nicht direkt am Mund haben. Das sieht natürlich nice aus, ne? Aber es muss halt nicht diese super günstige Geschichte sein. Und dann habe ich hier ewig in meinem Schrank drin liegen gehabt. Der kommt auch auf den Müll. Von Ayeko Spotlight Highlighter Pencil. Ja, der ist halt so für den Augeninnenwinkel gedacht gewesen. Was eigentlich ganz klug ist, wenn du halt eine Palette hast, wo du nur irgendwie, ja, wie halt bei der grünen Palette zum Beispiel, dass du keinen Inner Corner Highlight drin hast, ne? Dann kam sowas ganz gut. Aber ich habe den so selten verwendet. Also der hat mittlerweile auch einen kleinen Pelz bekommen. Der möchte jetzt auch einfach gehen. Auch der ist bleh, und zwar von Kiko. Stylo Eyeliner. Ich weiß gar nicht, will ich euch den zeigen? Ja. Von der Unexpected Paradise Limited Edition Waterproof Eye Marker. Schöne Farbe, ne? Aber das hier wäre eigentlich die Farbe, die ja normalerweise auch auf dem Auge wäre. Der hat sich ein bisschen verfärbt, ne? Er hat so irgendwie auch noch was Gelb-Grünes. Gepunktetes mit dazu gekriegt. Das wollen wir nicht auf den Augen haben, nein. Das hatte ich euch auch gezeigt, als ich mein... Was habe ich denn da geschminkt? Genau, mein Schminki mit diesen wunderschönen Produkten, oh, wo ich von Flower Nose auch die Produkte gezeigt habe. Da hatte ich nämlich auch von Yestyle mir ein paar Sachen bestellt. Moist Ampoule Blusher von Hue ist das. Ja, der war irgendwie nicht wirklich vorhanden. Sowas finde ich halt auch immer irgendwie ein bisschen schade, ne? Ja, das muss halt alles irgendwie vernünftig sein und das hat nicht funktioniert und deswegen geht der. Von Asam habe ich hier das Magic Finish Perfect Brow. Dieses Powder Kit hatte ich in einem Full Face Beauty Boxen mit drin in der Farbe Light. Nee, das ist halt einfach nicht meine Farbe, ne? Kann man nicht anders sagen, das hat nicht so gut ausgesehen. Und meine Augenbrauenfarbe zu matchen ist sowieso ein bisschen schwierig. Und wenn ich dann halt noch einen Augenbrauenpuder habe, was per se jetzt in der Applikation nicht unbedingt mein Cup of Tea ist, hat es dieses Produkt nicht unbedingt leicht bei mir. Kann man vielleicht so sagen. Ja, und auch Lidschattenpaletten haben es nicht leicht bei mir, einfach weil ich so viel da habe in so guter Qualität. Die hier hatten wir mal in der Box drin, fand ich eigentlich ganz cool von Manhattan, weil von Manhattan habe ich so gar nicht viel da, obwohl das eigentlich eine echt nice Marke ist. Die haben ganz tolle Foundations auch. Ja, aber die hier ist fast, doch die ist komplett schimmernd übrigens. Ah, auch das ist interessant. Aber du hast ja halt diese ganzen Blautöne drin, die bei mir halt super fleckig und überhaupt nicht schön aussehen. Und das hier ist halt auch irgendwie alles relativ meh, recht langweilig. Also für mich jetzt keine mega krass coole Palette oder so. Ja, dann habe ich hier The Highlighter von Essence. Habt ihr das schon gesehen? Ich glaube... Schon? Nein, das habt ihr noch nicht gesehen. Das kommt noch, das Video. Hat Sarah Isabella, Like a Daisy in Spring, nämlich hier auch schon mir vorausgesagt, dass ich den sehr wahrscheinlich aussortieren werde. Und sie hat recht. Den siehst du halt nicht wirklich so im normalen, also im Zimmer, im Raum, im Haus. Und wenn du rausgehst, siehst du aus wie Edward der Vampir. Und das in bunt. Also der schimmert halt in allen möglichen Farben. Das muss nicht sein.
Ich finde den nicht so bombastisch. Dann habe ich hier das Max & More Brow Styling Wax. Auch das, ne? Ist halt eine Konsistenz, die nicht unbedingt meine Welt ist. Und ja, das hat halt nicht so gut. Nee, das ist auch total hart. Also ich weiß gar nicht, wie ich das anwenden soll. Und war nicht so meins. War im Adventskalender drin. Ist nicht geblieben. Oha, ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen fancy. Giorgio Armani Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation. Habe ich leider in der falschen Farbe. Das ist die Farbe 4 und die passt mir halt nicht. Ich meine, zieht euch das mal rein. Das ist dunkel und das passt auch nicht im Sommer. Da kann ich auch nicht irgendwie noch eine andere Foundation reinmischen oder so, weil dann ist ja ungefähr gar nichts mehr von dieser Foundation vorhanden. Das ist einfach zu dunkel. Das ist ein Fehlkauf und deswegen muss das gehen. Ja, manchmal bin ich auch echt wirklich ein Horst, ne? Nagellack habe ich aussortiert, nicht weil er schlecht ist, sondern einfach, weil ich allerhand da habe. Ich habe mein Nagellackregal, wenn das voll ist, es ist voll. Und wenn ich irgendwie eine spannende neue Farbe hier habe, dann gucke ich halt durch und die Farben, die halt irgendwie ähnlich sind, stehen dann in Konkurrenz zueinander. Und hier habe ich von Rival de Loop aus der Celebrate the Day Limited Edition ein wunderschönes Tünchen. Das ist wirklich toll. Hat, glaube ich, gar keine Farbbezeichnung außer Pink. Flamingo Pink. Okay, ja, ist ganz hübsch, aber ich habe ein sehr ähnliches Tönchen da und dafür muss das jetzt halt weichen. Und ja, ich muss meine Nägel neu machen. Die sehen aus wie Hulle. Dann, der ist abgelaufen. Das ist nicht mehr so schön hier, ne? Ja, von La Vera, der Natural Concealer in Ivory 01 ist nicht nur ein bisschen zu dunkel, sondern auch ein bisschen zu abgelaufen. Da steht auch immer ein MHD drauf, da muss man ein bisschen aufpassen. Also das ist jetzt quasi im März abgelaufen, ne? Und ja, genau, der wird jetzt weichen und der riecht auch nicht mehr ganz so besonders. Genau. Dann habe ich hier ein Produkt von Paco Rabanne. Mhm. Das ist aber eine Travel Size Mascara, Famous Mascara in Deep Black. Die hatte ich auch in einem Full Face mit Neuheiten euch gezeigt und da hat die halt wirklich gar nicht gut performt. Wohingegen die Fenty Mascara in dem Video richtig abgegangen ist, ne? Die Hella Think Mascara. Nun, die war nix. Nee. Das, nö. Nur weil sie teuer ist und weil Rabanne draufsteht, heißt es nicht, dass es ein gutes Produkt ist. Ne? Dieser Qualitätsvermutungseffekt ist bei mir. Also in solchen Declutter-Videos oder in aussortiert Videos wird mir das immer bewusster, dass ein teures Produkt oder ein Produkt von einer bekannten Marke oder so nicht unbedingt heißt, dass es mega krass ist. Also es gibt halt so gute Produkte in der Drogerie mittlerweile oder halt auch im mittelpreisigen Segment, dass es nicht immer so teuer sein muss. Es darf, klar, wenn man einfach sich auch was gönnen möchte oder auch einfach irgendwie Bock hat, sich für 100 Euro ein Clear Depot Highlighter zu holen, ne? dann ist das auch alles vollkommen in Ordnung. Aber ja, man soll es halt nicht irgendwie nur aufgrund des Namens drauf anlegen und drauf hoffen, dass es dann auch besser ist als was anderes. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt mittlerweile so viele gute Alternativen zu vielen Dingen. Boah. Dann habe ich hier auch noch den Green oder Natural Nail Lacquer in Aubergine von Green aussortiert, genau. Nee, von Manucurist, genau. Wunderschöne Farbe. Ne? Aber ja, es ist halt so ein wirklich dunkles Aubergine-Tönchen. Ich trage jetzt wirklich eher poppige Nägel als Farbe so und dann, ja. Und ich habe halt andere lila Töne da, die dann vielleicht auch irgendwie noch einen Glow schimmern, was weiß ich, mit drin haben. Dann habe ich hier auch noch die Free to Be von Colourpop aussortiert. Die ist ja leider kaputt gegangen und ich finde sie halt auch wirklich total öde. Also das ist halt so eine komplette Neutral-Neutral-Palette. Und dann ist sie auch noch auf dem Transportweg gebrochen. Also 4 matte Neutöne. Yay. Yay, yay. Die kannst du vielleicht kombinieren. Tatsächlich entweder mit der hier oder mit der hier, um da irgendwie einen vernünftigen Look hinzukriegen. Das könnte sehr, sehr gut funktionieren. Und ja, aber da habe ich halt andere Paletten, wo sowas halt integriert ist. Ne? Also ich habe ja zum Beispiel auch von Charlotte Tilbury diese, die zusammen mit Elton John, glaube ich, rausgekommen ist, diese Nine Pan Palette. Die finde ich wunderschön und die finde ich auch echt klasse. Aber, na, ne, eine habe ich noch. Und zwar von Douglas in der Kooperation mit Gentil Canton, diese Eyeshadow-Palette. Da greife ich halt einfach null zu. Die ist an und für sich ganz süß und ganz hübsch, aber halt auch irgendwie relativ öde. Also klar, diese grünen Töne, die hier mit dabei sind, sind hübsch. Auch das hier, damit konnte ich richtig schön was schminken. Ne? Das, also gerade diese vier Töne sind halt richtig schön frühlingshaft, ein bisschen grün mit dabei. Tralafitti, hast du da richtig was Buntes auf dem Auge. Ne? Aber da habe ich halt wirklich andere Paletten, wo die Party ein bisschen mehr abgeht. Und von Be Perfect, von By Beauty Bay und so. Ne? Wo halt einfach ein bisschen mehr Spaß auch da für mich vorhanden ist. Ja,
Und das hier ist einfach nicht so, nee, nicht so inspirierend, so kann man das vielleicht definieren. Nun, das Körbchen ist leer. Nein, es ist nicht. Oh, guck mal, einen habe ich noch. Hätte ich es nicht hochgenommen, hätte ich es vergessen, du. Das ist von H&M, der Superfine Brow Liner. Ja, der war halt, glaube ich, einfach mal nicht meine Farbe. Was habe ich dazu aufgeschrieben? Manchmal bin ich ja witzig, wenn ich was aufschreibe. Zu warm. Ja, gut. Ja, es ist halt manchmal ein bisschen schwierig, wobei man das hier in der Verpackung gar nicht sehen würde. Der hat zwar so ein bisschen was Olivfarbenes mit dabei, ne? Aber jetzt nichts Schlimmes. Das war die Farbe Blond. Nicht jedes Blond passt zu mir. Nun, ihr Lieben, so, jetzt ist aber die Kiste leer und ich habe euch ein bisschen was zu meinen aktuellen Flops und aussortierten Produkten erzählt. Ich freue mich, wenn ich euch in den nächsten Tagen ein bisschen mehr zu Top-Produkten erzählen kann. Produkten, die mir gefallen. Schaut dazu zum Beispiel gerne auf meiner Creator-Page von Purish vorbei. Da bekommt ihr nämlich bis Ende des Monats halt die 15% Rabatt. Aber na, hier sind auf jeden Fall Sachen, die mich verlassen werden und die jetzt ein neues Zuhause finden werden in der nächsten Zeit. Und dann wäre es das hier schon wieder gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wie ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.